Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit einer Daily Quest aus Assassin's Creed Origins. Mal schauen, was wir heute zu erwarten haben. Und wie versprochen, werde ich heute mal so richtig einen Druff machen mit den Hacker-Chests und schauen, was wir so bekommen. Waffen sind verschwunden. Alle reden über nichts anderes mehr. Aber niemand hat sie gefunden, Bayek. Zumindest bisher nicht. Aber du wirst sie finden. Und dir nehmen, was du brauchst. So läuft das eben in der Wüste. Weg da! So, dann schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Gib den Weg frei! Ba-bam, ba-bam. Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Das ist aber ein bisschen dumm. Noch weiter, so mitten im Gebirge. Ha, haben wir da irgendwo? Ja, da haben wir was freigeschaltet. So. Na, wo begeben wir uns hin? Wir begeben uns auf den Weg zum Nick Ennis Segeriet. Philakis. Mein Gott, was ich. Bin ich so übermüdet, dass ich mir dauernd die Sachen nicht einfallen, Leute? Halt! Bleib stehen! Die habe ich schon ausgeraubt. Glaube ich wieder. Wien! Kultur für alle! Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft. Bei so viel Wüstenstaub wird man durstig. Heresi, jesse schet schetet. So, wo ist denn jetzt unser lieber Philakis-Freund? Der hängt da noch immer rum. Dann werden wir ihn uns mal vornehmen. Ja, das verstehe ich. Das ist ja auch ein Römerlager. Ich sehe dich! Deine Zeit ist gekommen! So, das war's. Und er hatte nicht einmal Freunde dabei. Ein Dritter. Sie gehören zusammen. Zweifellos schützen sie etwas Wertvolles. Der letzte Schlüssel. Vielleicht sollte ich diesem traurigen Fischerdorf mal einen Besuch abstatten. Wow. Ach. Unsere Hyänen. Nur mal von der anderen Seite aufgezogen. Warum? Weil wir den Ort da oben noch nicht entdeckt haben.
in dem drin. Wow. Noch einer da? Da ist ja auch ein Schatz, das wusste ich noch gar nicht. Kristalle. Ah, hier ist, wovon Reda sprach. Wow, was? Naja. Somit hätten wir schon mal eins von diesen Sachen, aber das hätte ich nicht unbedingt gewollt. Ich hätte lieber was von dem... Also, das haben sie jetzt mit dem neuen wieder geändert. Jetzt kommen wirklich ab und zu diese... Also, in dem neuen Patch sind jetzt die Sachen endlich verfügbar in den Hacker-Chess. Zwischendurch schien es mal nicht mehr so zu sein. Aber jetzt scheint es doch wieder so zu sein. Sind wir doch froh. So. Glaub's hier hoch. Das ist jetzt zum Beispiel ein Ort, wo ich ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, warum ein Ort Schnellreisepunkt und ein Schnellreisepunkt genau nebeneinander sein müssen. Das ist mir nicht so du, ganz... Warte. Oh, das geht mir nicht so ganz auf. Du bist der Magi aus Siva. Iyu! Warum lassen die Soldaten des Pharaos uns nicht in Ruhe? Wir lehnen ihre Herrschaft ab. Weder sie noch ihre Anhänger dürfen über unser Leben bestimmen. Oh, wir markieren in uns kurz, welches von den ganzen Hügelchen da unser Schnellreiseziel ist. Da. Ein Kind des Chaos. Nein! Och nö. Das war jetzt blöd. Entschuldigt. Achtung. Diesen blöden Schrei. Frieden. Ich mache mir Sorgen um die Kinder. Estella ist für gewöhnlich nicht so lange fort. Also. Ein falscher Pharao ist kein wahrer Herrscher über uns. Was anderes. Widerstand ist das Einzige, was bleibt. Also. Ich fürchte, es wird nicht genug von uns übrig sein, um irgendeinen Widerstand zu leisten. Wir gehen auf Kaufen. Es spielt keine Rolle, wie viele Männer die Ptolemäer auf uns hetzen. Und wir kaufen... Wir werden siegen. Irgendwie. Den ersten. Was soll das werden? Wir haben einen legendären. Wir kaufen den zweiten. Wir haben einen legendären. Wir kaufen den dritten. Wir haben keinen legendären. Wir kaufen den vierten. Wir haben keinen legendären. Wir kaufen den fünften. Wir haben einen legendären. Wir kaufen sechs. Endlich! Ich habe meinen Dreizack. Yay! Was machst du denn da? Sieben. Acht. Neun. Thank you.
Achtung! Noch immer hier, wie ich sehe. Was stimmt nicht mit dir? Achtung! Immer noch hier. Vierundzwanzig. Das wollte ich schon lange in 45 haben. Herr? Hey, was treibst du da? Noch einmal. Die ganze Zeit kriege ich ihn nicht und jetzt habe ich ihn gleich doppelt. Löwenmähne, den habe ich glaube ich auch noch nicht. So, 31. Wow! Achtung! Wieder einer aus den Paketen. Bereit? Nicht so, ist auch schön. Hey, was stimmt nicht mit dir? Achtung. Ah, schön. Fünfzig. Zu 10, 20, 29, also etwas mehr als die Hälfte, sind bisher legendär.
1, wieder ein Legendary. Mich zu sehen. Achtung! Hallo! Herr! Ah. Hey! Was machst du da? Hm? So, ich bin jetzt bei 60, falls ich mich nicht verzählt habe, zu 36. So, wir sind bei 80. Wieder ein 80 zu 40. Also in letzter Zeit hat es ein bisschen nachgelassen gehabt. Zu nur 43. Also es wird jetzt gerade etwas weniger. Ja, jetzt haben wir wieder mal einen. Ah, jetzt kommt sie wieder ein bisschen mehr öfters, Gott sei Dank. So, noch 5. Ah, komm.
die letzten, die versauen die ganze Statistik. So. Also, wir sind etwas weniger. Wir sind jetzt bereit. Im Augenblick bei 46%. Zwischendurch war die Statistik aber viel besser. Na, also ich hoffe, ich habe mich nicht vor lauter Klicken jetzt verzählt. Also ich habe hier 100 Mal gekauft, meiner Meinung nach. Ihr seht auch, mein Geld ist weg. Und habe 46 legendäre Waffen bekommen. So, wenn wir jetzt verkaufen würden, können wir natürlich hier zum Beispiel wieder ein bisschen was wettmachen. Weil wir haben einige Sachen, wie ihr gesehen habt, doppelt bekommen. Halt! Erklär mir das! Also hier zum Beispiel das Kupferschwert gleich zweimal doppelt. Also haben wir gleich dreimal. Na? Und insofern zum Beispiel die Küste von Rusticade, die habe ich jetzt im aktuellen Modus dadurch. Na? Und so zieht sich das sozusagen hin über die ganzen Sachen. Also es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt vor allem um die Uhrzeit, es ist 1:45, mal auch verzählt habe irgendwas. Aber ich denke, ungefähr bei 50% sind wir von Legendären. Allerdings viele häufen sich auch. Ich habe ein paar Sachen bekommen, die ich schon immer haben wollte. Und bin da sozusagen richtig dankbar, dass wir das durchgezogen haben. Und das tödliche Duett haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal. So, das haben wir jetzt gleich auch zweimal bekommen. Ja, das hatten wir auch schon. Also es sieht sehr, sehr schön aus, was wir hier alles jetzt bekommen haben. Auch an Ausstattung. Bis auf dieses, die beiden Reittiere, auf die hätt's jetzt nicht, also die, da war ich nicht scharf. Na, muss ich ehrlich sagen. Na? Bereit? Ich glaube, bei dem Streak, also bei dem Charakter habe ich noch nicht dieses Flammenpferd, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Können wir dann mal nachschauen. So, also ihr seht ein bisschen, was kommt zurück. Also ich habe jetzt wieder etwas über 300.000. Ich denke, dass ihr euch unbedingt jetzt in nächster Zeit Geld verschaffen solltet. Wenn ihr zum Beispiel so eine Orgie hier auch mal abziehen wollt. Wie ich da gerade gemacht habe. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich mir die ganzen Sachen nicht wirklich gekauft habe. Da wäre ich jetzt dann natürlich etwas traurig gewesen, wenn ich da Geld ausgegeben hätte und es umsonst nur durch Glitches sozusagen das Ganze hätte mir anhängen können. Also da haben wir das Licht Alexandrias nochmal bekommen zum Beispiel. Elende Missgeburt, was soll das werden? Den Profis haben wir noch nicht wieder. Ah, aber ihr seht, das ist ein rituelles Zepter zum Beispiel. Du Ochse, was machst du da? Hey, will sich einer mit uns anlegen? Ah, was meint ihr? So, jetzt sind wir jetzt hier schon. Und den Neptun habe ich dann, den die ich die ganze Zeit haben wollte, den Dreizack. Warum wollte ich den eigentlich? Naja, die Vergiftung bei Treffer war früher gut. Aber auch allein eben vom Stil her. Also der Goldschmied hat mir ein paar Münzen angeboten, wenn ich seine gestohlenen Barren zurückbringe. Dabei sind die viel mehr wert. Ich habe sie natürlich behalten. Das Speer des Sachmet. Die Nadel haben wir sehr häufig bekommen inzwischen. Dieser dumme Bäcker wollte, dass ich einen Dieb für ihn fange. Aber er konnte mir nicht. Denke, die Schlange des Serapis, naja, wer weiß. So gutmütig aus. Wenn die Haut schön brutzelt und die Haare den Rauch schwarz färben. Todesstunde. Da möchte man gleich seine Zähne reinschlagen. Den haben wir. Die Löwenmähne haben wir auch. Naja, ihr seht, es fließt ein bisschen Geld auch wieder noch zurück. Was wir hier alles verkaufen können. Hoi, hoi. Den Composite-Bogen haben wir. Achtung! Nicht den Frieden, mein Freund. Bin bereit. Oh! Halt! Hey, erklär was mir das! Mit dir?
Also ihr seht hier zum Beispiel dieses... Der Bogen des Schakal, der ist verschwunden. Hey, verflucht, was hast du für ein Problem? Nicht, das ist der Jabalkata, der hieß wirklich der Bogen des Schakals, meiner Meinung nach, den wir da ganz am Anfang von der einen Quest hatten. Hier haben wir jetzt natürlich schöne Schilde bekommen. Oh, den ägäischen Prinzen, der ist schon wirklich zu häufig im Spiel. Den kann ich schon gar nicht mehr sehen. Ja. So, da noch etwas Loot. Erwarte Befehle. Durchs Nähe, den habe ich stolz, den habe ich doch auch schon. Ja. Den Hilfstruppen haben wir auch noch mal. So, ihr seht, also ein bisschen Geld habe ich wieder zurückbekommen. Wir sind jetzt bei 360 von davor, ich glaube 600.000 war es. Na, also, was ich natürlich jetzt auch noch machen kann, ist endlich diese geile Rüstung vom vom Gladiator anzuziehen, falls ich sie jemals finde, vor lauter verschiedenen. Hier, schaut mal. Den Schattenkrieger hatte ich doch eigentlich schon, dachte ich. Egal. So. Und wie sieht das? Das Duat-Schwert ist einfach das Beste. Das Neue. Na, da kann Orkanklinge und so weiter eigentlich nichts dagegen bringen. Aber natürlich hier können wir, oh, ihr seht wie, mal, wie viele neue Sachen ich hier bekommen habe. Wer der Reißer zum Beispiel, natürlich schon, der sieht schon schick auch aus. Aber natürlich, wie ich euch gesagt habe, habe ich ja lange gewartet, dass ich mal einen Kampf mit dem Dreizack haben machen kann. Ja? Da habe ich was vergessen zu verkaufen, den Schädel. Nee, das ist ja Divisis Impera, ist ein anderer. Hallo, Dreizack, da bist du. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und für eure Geduld. Ich hoffe, es war mal ganz interessant, sowas live zu sehen, wenn jemand so viel Geld auf den Kopf haut. Bis dann. Ciao.